Hallo zusammen, ich bin Jimena von Stampin' Himmel und heute ist wieder Sonntag, Zeit zum Basteln mit mir. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Danke fürs Zuschauen, für die schönen Kommentare immer und ja, auch zum Teilen freue ich mich immer, wenn ihr meine Bastelvideos teilt und vielleicht kommen mehr nette Leute zu unseren Bastelgruppen. Da die Celebration um den neuen Mini-Katalog am Dienstag online gehen, habe ich mir gedacht, ich bastel heute mit euch eine Karte mit Produkten aus der Celebration. Also Produkte, die ihr als Geschenk ab Dienstag bekommen könnt. Eine Karte habe ich gestern in Instagram gepostet und hier auch in meinem Page. Mit diesem Designerpapier Papierblüten gepostet. Das ist eine besondere Falttechnik oder Faltkarte. Und ich dachte, ich bastle die auch hier nochmal mit euch. Ich zeige, wie das gebastelt wird und dann können wir es also ungefähr das gleiche mit anderen Papier aus dem gleichen Designerpapier basteln. Und ja, bisschen quatschen am Sonntag. Ich werde dafür diesen Stempelset benutzen. Es ist eine meiner Lieblingsstempelset aus dem neuen Mini-Katalog. Und mit diesem Stempelset werden unsere Projekte aus dem Kartenclub im Januar gebastelt werden. Beziehungsweise ich werde mich fokussieren auf diesen Stempelset. Und jeder wird dann eine halbe Packung Designerpapier bekommen, Schmucksteine und Geschenkband dazu, um vier Designs, acht Karten, also zweimal vier Designkarten dann basteln zum Geburtstag. Und ja, ich denke, es ist perfekt, wenn man halt ein Jahr mit schon gewünschte Karte bastelt. Also, da habt ihr eine neue Idee für diesen Stempelset. Dann, okay. Die Karte ist wirklich einfach zu basteln. Wir müssen einfach das Designerpapier bei 14,8 cm schneiden. Also 14,5. Ich nehme einfach diese Papiermuster. Finde ich einfach wunderschön. Das ist die Rückseite. Das ist auch wunderschön. Kann man entscheiden, welche Seite man lieber haben will. Nachdem wir das so geschnitten haben, dann müssen wir das Papier umdrehen. Ah, übrigens, für den Kartenclub im Januar müsst ihr euch bis den 10. Januar anmelden. Und dann wird das dann bis zum 23. Januar dann zu euch geschickt mit Anleitungen, Schritt für Schritt in PDF mit Bilder und wenn notwendig auch mit Video. Dann nachdem wir das Designerpapier geschnitten haben, müssen wir dann das 90 Grad umdrehen und bei 10 cm an die Leiste hier anlegen und mit der Faltklinge dann einmal falten und dann weiterschieben bis 21 cm. Ja, bis 21 cm. Nochmal einmal falten. Und das war's. Von der Papierschneider brauchen wir nicht mehr. Jetzt müssen wir die Falzlinie nachziehen. Dafür nehme ich dann die Papierfalter, Falzwein und dann hier schauen, dass die Ränder von dem Papier schön aufeinander liegen. Dann das Nachfalten, die Falzlinie nachziehen. Hier kann man ja immer entscheiden, okay, will ich diese Seite von dem Papier benutzen oder lieber die andere Seite.
so rum. Je nachdem, für wen das gedacht ist, dann kann man ja entscheiden. Ich mag diese Seite. Dann habe ich als Deko-Element diese wunderschöne Geschenkband, Metallic Geschenkband, die ist auch ab dem 5. Januar, können wir die bestellen in den neuen Katalog. So wie ich das von Stampin' Up! Nachrichten gesehen habe, es ist viel in Vorverkauf verkauft worden und es kann erstmal in Nachlieferung gehen. Aber das Gute dabei ist, dass der Mini-Katalog bis ja, Ende Juni gültig ist. Deswegen, das wird irgendwann wieder kommen. Halt, vielleicht dann nicht sofort, aber dann irgendwann kann man es danach nachbestellen. Übrigens, mit diesem Designerpapier hatte ich auf unserem Weihnachtsfeier hat die liebe Petra uns eine Faltkarte beigebracht. Und da habe ich die Möglichkeit benutzt, um diesen Designerpapier zu ausprobieren. Und das ist die schöne Karte, die Petra uns gezeigt habe. Ich habe hier wieder einen Stempelset aus den Celebration benutzt. Für den inneren Teil der Karte und hier für den Gruß. Das einfach wunderschönes Designerpapier und eine super tolle Falttechnik, die Petra uns bei dem Weihnachtsfeier unserem Team gezeigt hat. Also, tolle Sache, ich wollte das mit euch teilen. Ich wollte auch in Instagram hochladen, nur ich fand es schwierig noch, diese Karte so gut zu präsentieren. Aber jetzt könnt ihr es halt sehen. Gut. Weiter zu unserer Karte. Wir haben jetzt das geschnitten und gefaltet. Jetzt habe ich mir auch ein paar Etiketten ausgestanzt, wo mein Gruß gestempelt wird. Und dafür habe ich die Stanzen aus dem Jahreskatalog benutzt, diese so hübsch bestickt. Die finde ich super praktisch. Die habe ich dann in Kirschblüte ausgestanzt und in Weiß. Kirschblüte ist ja die Farbe von der Geschenkband, deswegen wollte ich, dass das abstimmig ist. Und werde ich dann meinen Gruß auch in Kirschblüte stempeln. Dann werde ich nehmen das Gruß, du bist fabelhaft. Also, du bist fabelhaft und Kirschblütetinte. Ein Acrylblock dazu. So. Bei der Kartenclub kann man natürlich die vorgeschlagenen Designs auch mit anderen Stempelsets auch basteln. Also man muss nicht unbedingt das Stempelset haben. Aber ich finde, es ist einfacher, wenn ich mich auf einen Set fokussiere. Und wenn man den kauft, dann hat man ja auch gleich mehrere Ideen zu dem Set. Das werde ich hier dann mit Dimensionals kleben. So. Ich mache immer gerne ein paar mehr. Ich glaube, mit einer oder zwei hätte es gereicht, aber ich mache gerne ein paar Dimensionals mehr. Aber ich finde, die Farbkombination ist ganz schön. Marineblau mit Kirschblüte. Das gleiche wie Rokoko und Blütenrosa. Das ist einfach wunderschön. Dann, bevor ich das hier abschließe, da werde ich dann die Geschenkband benutzen. Man kann beide Seiten von der Geschenkband nutzen. Aber bevor ich das abschließen kann, muss ich hier den inneren Teil noch basteln. Und hier werde ich nochmal einen weiteren Etikett von den gleichen so hübsch bestickt Etiketten benutzen und da werde ich noch mal einen Stempel von diesem Set nehmen. Das wäre alles Liebe und Gute, passt perfekt doch dazu zum Geburtstagskarte oder zum Geburtstag wünschen
Und hier werde ich das, ich konnte theoretisch wieder Kirschblüte nehmen, aber ich werde doch Marineblau für diesen inneren Gruß benutzen. Einfach weil es wieder zusammenpasst zu dem Designerpapier. So, man muss immer schauen, dass man genug Tinte an den Stempelset hat, an den Stempel hat, damit man am Ende ein gutes Ergebnis haben kann. Jetzt habe ich genug Tinte und dann versuche ich hier wieder zentriert zu stempeln und drucken, so dass die Tinte sich überträgt. So. Ah, ist das schön. Ich mag es total. Das ist voll schön. Und damit es nicht so, sage mir, ernst aussieht, dann nehme ich mir aus Kirschblütepapier eine Blume mit der kleinen Blumenstanze. Ich stanze mir die raus hier. Oh, ich glaube, ich stanze mir gleich zwei, weil vorne brauche ich auch noch eine. Die bringe ich hier ein bisschen in Form. Die Klebepunkte sind mir ausgegangen. Jetzt muss ich mir eine neue rausholen. Also das sind die Mini-Klebepunkte, die ich über alles liebe zum Kleben. Und jetzt nehme ich mir eine davon. Und klebe ich dann hier unten in der Ecke. Und dann diese wunderschönen runde Akzente in Opalweiß. Die werden auch ab dem 5. Januar verfügbar sein. Und die werde ich jetzt benutzen. Die sind so schön. Ich liebe die. Wir konnten einfach von diesen tollen Perlen nur, glaube ich, jetzt zwei Packungen bestellen als Demonstratoren Vorbestellung und ja, sonst hätte ich viel mehr bestellt. Da haben sie das gut gemacht. Nicht, dass sie sofort ausverkauft werden. Das werde ich dann hier mittig kleben und ich mache das wieder mit Klebepunkte. Mit den Menschen, als wäre es dann zu dick. Für den ganzen, wenn man das verschicken würde, mit den Perlen sowieso, wäre es kompliziert. Deswegen besser entweder mit Snail oder mit Klebepunkte. Dann ist alles nicht so wuchtig. Jetzt so genau mittig festgeklebt. Und damit hier der mittlere Teil ein bisschen mehr robust ist, nehmen wir einen Aufleger in Flüsterweiß. Flüsterweiß ist nicht mehr bestellbar. Dann kommt ein neuer Farbkarton, der heißt Grundweiß. Aber wir wissen noch nicht, wann es bestellbar wird. Die muss ich abkürzen. Bei 14,3 cm. Doch, ist schon 14,3. Also ist, muss ich 5 mm abkürzen. Also 13,8. So. Und kann ich dann so mittig auf meinen inneren Teil befestigen. Natürlich kann man das ja noch ein bisschen dekorieren. Und wir haben hier Sternchen. Und hier können wir noch einen Gruß stempeln, wenn wir wollen. Oder ein Sternchen. Oder was ich gemacht habe in meine Karte von gestern, die ich gepostet habe. Ich habe
Das ist Stempelset Tintentraum benutzt. Das ist ein Geschenk aus der Celebration. Die kann man bei einer Bestellung ab 120 Euro dann gratis bekommen dazu. Und da habe ich diese tolle Blume gestempelt. Die finde ich so schön. Die kann man auch hier nehmen. Und das ist mit den zweiten Tintenabdruck kann man die Füllung von den Blumen dann noch dazu stempeln. Dafür brauche ich aber eine Stempelmatte. Das ist ein durchsichtiges Stempelset und im Vergleich mit den roten Stempeln, da haben sie ja keine Extraschaum. Und die braucht man, um bessere Abdrucke zu bekommen. Deswegen hat man jetzt hier einen Schaum auf dem Tisch gelegt, um danach nicht mit dem gebastelten Werk frustriert zu sein. Also klebe ich meine in den Acrylblocke meine Stempel. Ich nehme Marineblau für den ja, für den Motiv Kontur. So. Jetzt gerade sehe ich, das ist auch ähnlich wie diesen Blumen in der inneren Teil des Designerspapier. Das passt dann gut dazu. Jetzt habe ich meine Blume. So sieht's aus. Und jetzt ich nehme wieder natürlich Kirschblüte, damit es alles abstimmig wird. Und auf einen Schmierpapier muss ich erstmal die erste Tintenabdruck nehmen. Also erstmal gut Tinte aufnehmen. Den ersten Tintenabdruck dann auf Schmierpapier machen. Einen schönen Fleck und dann den zweiten Abdruck. Ich muss gucken, wie das aussieht. Habe ich den richtigen? Ja, habe ich den richtigen. Dann einfach hier so ungefähr drauf. Es muss nicht präzis sein. Jetzt so absichtlich. Ich glaube, Leute, das ist nicht den richtigen. Warte mal. Das ist nicht das. Doch, das ist den richtigen. Ich habe aber falsch den Stempel benutzt. Ich habe die auf die falsche Seite geklebt. Auch das passiert nur in Facebook Live. Aber guck mal, so sieht es aus, wenn man es falsch macht. Dann machen wir auf die Rückseite des Papiers und versuchen es halt richtig zu machen. Jetzt, wo ich den Fehler entdeckt habe. Ich dachte mir schon, das soll nicht so genau aussehen, aber doch nicht so breit, wie ich das gemacht habe. Aber das ist das Gute dabei. Das Papier hatte zwei Seiten und so kann man es alles wieder gut machen. Jetzt mit der richtigen Seite von dem Stempel. Guck mal den Unterschied. Und hier ohne weiter Tinte aufnehmen. Jetzt so ungefähr. So, jetzt. Okay, das sieht schon anders aus. Kann man das erkennen, den Ton? Ich glaube schon. So besser. Also auf jeden Fall, hier ist mehr so eine Idee von Farbe. Hier ist ein bisschen ein Fleck. Aber gut, kann jedem passieren. Aber die gute Sache ist, man kann es wieder korrigieren. Das ist dann fertig. Man kann natürlich hier nochmal, wie gesagt, einen großen Stempel
wenn man nicht so viel schreiben will, kann man hier das Hip Hip Hurra. Also ich finde, es sieht schön aus, deswegen nehme ich. Und das nehme ich wieder mit Marineblau. So. Oder wenn man halt die eigenen Worte persönlich in Größe schreiben will, dann kann es halt ohne Stempel machen. Hier ist für diejenigen, die ganz wenig schreiben wollen, dann können sie einfach nur unterschreiben und ist auch schön gemacht. So, das werde ich dann mit Flink kleben, also Stampinsil. Einfach ein bisschen umherum kleben und so ist dann fertig. Dann hier die zweite Teil. Dann hier ist die vordere Teil und das wird hier dann geklebt. Meine kleine Blume ist hier dann in der Mitte. Dafür brauche ich wieder Klebepunkt. Ein Klebepunkt, um das zu befestigen. Ups. Muss ich richtig. Okay, das hat nicht geklappt. Hier nochmal richtig Druck machen und mitnehmen. Jawohl. Und hier befestigen. Dann brauche ich wieder einen ovalen Akzent. Ich nehme hier lieber diesen größeren. Diesen größeren, also größeren Rand. Ich weiß nicht, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber hier sind kleinere Akzente, hier sind größere und am besten für diese Blume passt den größeren. Von den Proportionen her passt das besser. Und ich klebe das noch nicht. Ich werde es halt kleben auf den auf der Geschenkband, weil ich mag es, wenn man das Banderole benutzen kann. Deswegen klebe ich das hier. Man kann eine Schleife zusammenbinden oder man kann es einfach so zusammenkleben und dann hier als kleine Schleife lassen. Das geht. Ich glaube, ich lasse das so. Brauche ich Schere. Nicht meine Papierschere, sondern für die Geschenkband. Und das kann ich dann hier mit einem Klebepunkt wieder zusammenbinden. So, Klebepunkt. Klebepunkte können sehr gut Geschenkbänder zusammenhalten, besser als andere Klebemittel, so wie Snail oder also dieses Stampinsil würde auch gehen, aber ich finde besser mit Klebepunkte, aber ich nehme dann gleich zwei Punkte. So. Okay. Ich will, dass das ein bisschen anders für dir, das ein bisschen anders geklebt wird, so ein bisschen schief. Und das mit Dimensionals. Dann mache ich ein Dimensional. Hier nehme ich die Folie weg. Und hier noch eine. So verschoben.
Folie, Schutzfolie rausnehmen und fertig. Dann hier noch so schräg schneiden und so ist dann meine Karte fertig und dann kann ich das dann verschieben und aufmachen. Und fertig ist unsere schöne Karte. Ganz wenig Material benutzt, sogar einen Designerpapier, die als Geschenk gab es, also hat auch nicht gekostet. Und man kann es nochmal hier wieder zumachen und weiterschenken. Und es passt natürlich in einem Briefumschlag. Dann wahrscheinlich kostet dann 95 Cent oder so, wenn man es halt per Post schickt. Aber es ist ein schöner Gruß und ja, gar nicht kompliziert zu basteln. Danke, dass ihr geguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr auch diese Kartenfalttechnik auch weiter benutzen könnt. Und wie gesagt, für den Kartenclub könnt ihr euch bis zum 10. Januar anmelden für den Schneckenworkshop. Die wird halt rund um die Schnecken gebastelt werden. Das ist eine von den Karten, die wir basteln werden. Dann könnt ihr euch aber nur bis morgen dazu anmelden. Alle Infos findet ihr auf meinem Blog stampinhime.de. Und ja, viel Spaß noch am Sonntag, erholt euch gut und noch eine gute Start in der neuen Woche. Danke fürs Zuschauen und für die schönen Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Mittwoch ist der Bastelparty, dann basteln wir wieder mit den neuen Produkten. Ich freue mich auf euch. Bis dann, macht's gut.